Das ist die ZIP 13 und das sind unsere Themen. Angriffe auf Beirut. In der libanesischen Hauptstadt greift die israelische Armee nach eigenen Angaben Ziele der Hisbollah-Miliz an. Wir reden mit Tim Kuperl über die Lage im Nahen Osten. Außerdem Nachforschungen bei den ÖBB nach der Hochwasserkatastrophe. Wie konnte der Tunnel im Tullnerfeld so überflutet werden? Wir recherchieren die Hintergründe. Und eine Serie an Bombendrohungen an österreichischen Hauptbahnhöfen sorgt für Aufsehen und großräumige Sperren. Was droht den Tätern? Wir liefern die Antworten. Donnerstag, 13 Uhr. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Israels Militär setzt seine Angriffe auf Hisbollah-Stützpunkte in der libanesischen Hauptstadt Beirut fort. Bei einem gezielten Angriff sollen mindestens 6 Menschen getötet worden sein. Der Libanon wirft Israel vor, zivile Ziele zu bombardieren. Die Lage im Nahen Osten spitzt sich an vielen Fronten zu. Vor kurzem meldet Israel die Tötung des Hamas-Regierungschefs im Gazastreifen. Wir reden gleich mit Tim Kuperl über die aktuelle Situation. Zuvor Claudia Niegl über die Angriffe in Beirut. Schwarze Rauchwolken höhen den Himmel im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut ein. Getroffen wurde eine zivile Unterkunft, heißt es von libanesischer Seite, mit mindestens 6 Todesopfern. Hier wurde eine Einsatzzentrale der Rettung zerstört, behauptet dieser Einwohner. Israel spricht hingegen von einem präzisen Angriff auf einen Hisbollah-Stützpunkt, bei dem 15 Terroristen getötet wurden. Die USA, Israels engster Verbündeter, haben sich nach dem jüngsten iranischen Luftschlag auf Israel klar und deutlich gegen den Plan eines israelischen Angriffs auf Irans Atomanlagen ausgesprochen. Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung, diese sollte aber angemessen sein. So US-Präsident Biden übereinstimmend mit den anderen G7-Staaten. Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat 2 Tage nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel den Golfstaat Katar besucht. Er warnt Israel vor einem Militärschlag auf iranischem Gebiet. Sollte sich Israel entscheiden, Vergeltung zu üben, wird es mit härteren Reaktionen konfrontiert sein. Katar, das in freundschaftlicher Verbindung zum Iran steht, will seine Vermittlungsbemühungen im Nahostkonflikt fortsetzen. In unserem Studio begrüße ich unseren Nahostexperten Tim Kuperl. Tim, in diesem Jahr ist ja immer wieder vor einem Krieg an mehreren Fronten gewarnt worden. Wo stehen wir denn jetzt im Nahen Osten? Wir befinden uns genau in diesem Mehrfrontenkrieg nach einem knappen Jahr Krieg, nach einem knappen Jahr nach der Hamas-Terrorattacke auf Israel, der Auslöser des Krieges. Nach wie vor stecken wir in Gaza mitten in diesem Krieg fest. Gestern wieder bis zu 100 Tote laut palästinensischen Angaben, wieder viele Zivilisten. Im Norden kämpfen israelische Bodentruppen gegen Hisbollah-Kämpfer. Hisbollah-Raketen werden weit auf Israel gefeuert. Israel fliegt, wie wir gesehen haben, Lufteinsätze im Libanon, auch gegen Ziele der Hisbollah in Beirut. Also wir stecken mittendrin. Die ganze Region befindet sich in einem Zustand der massiven Eskalation. 200 Raketen sind diese Woche auf Israel geflogen aus dem Iran. Israel hat daraufhin einen Vergeltungsschlag angekündigt. Was erwarten Sie da? Klar ist, dieser Vergeltungsschlag, diese militärische Antwort Israels, die wird kommen. Das hat das israelische Sicherheitskabinett beschlossen. Die große Frage ist, wann wird dieser Schlag kommen und wie wird der aussehen? Es gibt die Möglichkeit, dass es eine symbolische militärische Botschaft wird an den Iran, nach dem Motto, wir können alles erreichen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es mehr wird. Und da wird unter anderem diskutiert über gezielte Tötungen oder Schläge gegen das iranische Atomprogramm. Wir haben gerade gehört, die USA wären da nicht dabei. Sie wären aber grundsätzlich bei einem Gegenschlag Israels gegen den Iran schon dabei, würden dabei wahrscheinlich ein bisschen auf der Bremse stehen. Die ganze Welt wartet auf die Antwort Israels, blickt auf die Region und hält den Atem an. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Tim Kuperl. Wir blicken jetzt in die Ukraine. Da hat es in der Nacht wieder etliche russische Drohnenangriffe gegeben. Dabei sind vor allem Stromleitungen und Umspannwerke getroffen worden, auch in Odessa und der Hauptstadt Kiew. In der ostukrainischen Großstadt Charkiw ist ein Wohnhaus bombardiert worden. Mindestens 10 Menschen sind verletzt worden. Und im Südosten des Landes musste sich gestern nach intensiven Angriffen und der Gefahr einer Einkreisung die ukrainische Armee aus Wuchleda zurückziehen. Und die russischen Truppen haben dann die Stadt eingenommen. Live in Kiew begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Christian Werschütz. Angesichts der neuen russischen Angriffe fordert der ukrainische Präsident Selenskyj mehr militärische Unterstützung vom Westen. Wie steht es denn eigentlich derzeit um die Armee im Land?
Nun, man muss zwei Dinge sagen. Erstens einmal, die ukrainischen Streitkräfte in der Ukraine hat seit Kriegsbeginn immer zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel bekommen. Und daran hat sich erstens nichts geändert. Was die Armee betrifft, so ist das Bild widersprüchlich. Einerseits haben wir offensichtlich zu kurze Ausbildungszeiten bei Rekruten. Da gibt es sehr widersprüchliche Angaben auch über Rekruten an der Front, die nicht durchhalten können. Wir haben auch, und die Ukraine hat ja viel weniger Einwohner als Russland, einen Verschleiß an gut ausgebildeten Kadern. Und wir haben natürlich auch eine Munitionsknappheit. Auf der anderen Seite hat die Ukraine ein enorm kreatives Potenzial, auch in der Waffenindustrie, bei den Drohnen, bei Robotern und auch jetzt bei der ersten ballistischen Rakete. Also die Ukraine kann, wenn sie standhalten kann, nur mit westlicher Hilfe standhalten. Und zweitens nur dann, wenn sie dieses kreative Potenzial nutzt. Denn mit der Menge an sich kann sie Russland nie entgegentreten. Gestern hat Russland dann die Stadt Wuchle da im Osten der Ukraine eingenommen. Da ist lange gekämpft worden. Welche Bedeutung hat das denn für den Krieg? Nun, rein strategisch ist die Bedeutung der Stadt nicht groß, aber moralisch, psychologisch schon, denn die Ukraine hat hier mehr als 2 Jahre standgehalten, hat im Vorjahr auch massive Angriffe der Russen abgewehrt und den Russen massive Verluste zugefügt. Und jetzt ist es so, dass die Russen diese Stadt einnehmen konnten. Die Ukraine musste sich zurückziehen, wurde sehr abgenützt. Und es ist einfach so, dass im Donbass die Russen wie mit dem Wasser vormarschieren. Wenn es rechts nicht geht, links nicht geht, rings irgendwo in der Mitte durch. Und so machen die Meter, das ist zwar nicht berauschend oder große Geländegewinne, aber es ist ein stetiger Abnutzungskrieg und bisher hat die Ukraine kein Mittel gefunden dagegen. Denn man darf nicht vergessen, auch die Angriffe bei Kursk auf russisches Territorium haben jedenfalls nicht dazu geführt, dass Russland seine Angriffe im Donbass eingestellt hätte. Vielen Dank, Christian Werschütz, für diese Einschätzung aus Kiew. Und wir kommen nun zur Stimmungslage in Österreich. Die ist nach 2 Wahlen heuer durchaus gut abzulesen. Sowohl bei der Nationalratswahl als auch bei der EU-Wahl im Juni hat die FPÖ den ersten Platz gemacht. Was die Menschen damals bewegt hat, ist im aktuellen Eurobarometer herauszulesen. Die wirtschaftliche Situation ist europaweit Thema Nummer 1. In Österreich steht auch die Migration im Fokus, berichtet Verena-Sophie Meyer aus Brüssel. Wer bei der EU-Wahl in Österreich seine Stimme abgegeben hat, hat das vor allem wegen der steigenden Lebenshaltungskosten und der hohen Preise getan. Wirtschaft war europaweit das Thema Nummer 1. In Österreich wurden außerdem besonders oft Migration und Asyl als Beweggrund genannt, um die Stimme abzugeben. Ähnlich wie in Deutschland, dort liegt Migration sogar auf Platz 1. Insgesamt betrachtet zeigt sich eine große Veränderung zur Europawahl vor 5 Jahren, als noch der Klimawandel das wichtigste Thema für die europäischen Wählerinnen und Wähler war. Das Klimathema konnte damals besonders viele junge Menschen zur EU-Wahl bewegen. Die unter 24-Jährigen sind heuer wieder vermehrt zu Hause geblieben. Experten zufolge auch deshalb, weil die EU-skeptische FPÖ unter ihnen viel Zustimmung bekommt. Die Österreicherinnen und Österreicher haben im Vergleich mit anderen Mitgliedsländern noch immer ein recht negatives Bild der EU, das sich in der aktuellen Eurobarometer-Umfrage aber verbessert hat. Und europaweit schauen wieder mehr Menschen optimistischer in die Zukunft der Union. Fast 2 Drittel sind es. Das ist der höchste Wert seit der Corona-Pandemie. Wir bleiben in der EU. Die Europäische Kommission klagt Ungarn nun vor dem Europäischen Gerichtshof. Grund ist ein Gesetz gegen ausländische Einflussnahme, das sogenannte Souveränitätsgesetz der Regierung von Viktor Orbán. Die EU wirft Ungarn vor, die Meinungsfreiheit und andere Grundrechte einzuschränken. Das Gesetzespaket wurde Ende des Vorjahres in Ungarn beschlossen. Dabei ist eine Behörde eingerichtet worden, die kontrolliert, ob Vereine, Organisationen oder Einzelpersonen die ungarische Souveränität verletzen. Die EU geht nun dagegen vor. Und wieder nach Österreich. Die Gemeinden wickeln einen Großteil der Wahlen ab. Um sie einfacher zu gestalten, fordern sie jetzt die Einführung eines E-Votings, also einer Online-Wahl. Das soll den Aufwand rund um die Briefwahl minimieren. Heuer gab es einen Rekord. 1,4 Millionen Wahlkarten sind ausgestellt worden. Heute übrigens werden noch die letzten ausgezählt. Digitalisierung statt Bürokratisierung ist für den Gemeindebundpräsidenten der einzuschlagende Weg. Gemeinden würden unter den komplexer werdenden Abläufen bei Wahlen durch die Briefwahl leiden. Der Aufwand bei Stimmen von Auslandsösterreichern etwa wäre enorm. Eine Wahlkarte wird nach Südostasien beispielsweise verschickt. Der Wähler, die Wählerin dort bringt sie
oder übermittelt sie auf die dortige Botschaft. Über den Botschaftsamtsweg wird sie wieder nach Wien geschickt. Von Wien bekommt sie auf die jeweilige BH, von der jeweiligen BH kommt sie zur jeweiligen Gemeinde und von der Gemeinde wird sie in den Wahlsprengel wieder zugeordnet. Der Weg müsse daher Richtung E-Voting als Ergänzung zur zentralen Wahl in der Wahlkabine gehen. Dafür spricht sich auch die Politikwissenschaftlerin aus. Ich denke mir, auch Österreich sollte hier einfach diesen Schritt wagen und ja, zulassen, dass es zumindest Pilotprojekte gibt, damit man die Möglichkeiten, die Grenzen, die Vorteile, aber auch die Nachteile vom Einzug jetzt wirklich des digitalen Zeitalters auch in die Wahlen zulässt. Estland wird als Beispiel genannt, wo bereits 60% der Wählerinnen per E-Voting ihre Stimme abgeben. Die Hochwasserkatastrophe im September beschäftigt die Menschen in den betroffenen Gebieten noch länger. Die Schäden an der Infrastruktur werden gerade überprüft, etwa bei den ÖBB und damit zu Katja Winkler. Ja, vor allem das Tunnelnetzwerk wird da ganz genau untersucht. Das Hochwasser hat ja den Tunnel in der Gemeinde Atzenbruck geflutet. Die wichtige neue Westbahnstrecke kann deshalb monatelang nicht befahren werden. Laut ÖBB gibt es österreichweit noch eine Handvoll weitere Tunnel, die ähnlich wie der Tunnel Atzenbruck konstruiert sind. Ostportal Tunnel Atzenbruck. Das Wasser ist weg, die Arbeiten laufen. In den kommenden Tagen wird man wissen, wie schlimm es wirklich ist. Über 400 Liter Regen sind hier pro Quadratmeter vom Himmel gekommen. Mehr als normalerweise in einem ganzen Jahr. Warum es gerade diesen Tunnel so schwer erwischt hat, liegt aber auch an der speziellen Konstruktion. Und es gibt ein paar wenige Tunnel, und da gehört auch der Atzenbrucker Tunnel dazu, die nicht ein Gefälle haben, wo es ausrinnen kann, sondern die sozusagen wie eine Badewanne sind. Und da hat sich das Wasser gestaut. Und das war das Problem bei dem Tunnel. Da gibt es ein paar ganz wenige in Österreich, die schauen wir uns an. Die Bahnstrecke hier ist auf 100 jährliche Hochwasser ausgelegt, wie viele andere Infrastrukturbauten auch. Doch diese Wahrscheinlichkeiten ändern sich durch die Klimakrise gerade, sagen Experten. Wenn wir wirklich von einer größeren Häufigkeit von Naturgefahrenereignissen auszugehen haben, dann wird sich sicherlich auch was in der Raumplanung tun. Die Schäden an der Weststrecke belaufen sich auf mehrere 100 Millionen Euro. Eine ausführliche Reportage zu diesem Thema sehen Sie heute Abend in unserem Wirtschaftsmagazin Echo. Für Aufregung sorgt weiterhin auch der Verkauf der Reha-Kliniken des Gesundheitskonzerns Pharmed. Nach ORF-Recherchen zeigt sich, dass vorerst 7 der insgesamt 21 Standorte doch nicht an den französischen Investor verkauft werden. Neben dem bereits bekannten Anton-Broksch-Institut in Wien und der Kinderkrebsklinik im Salzburger Pongau geht es um weitere Kliniken in der Steiermark, in Nieder- und Oberösterreich. Anfang der Woche hieß es noch, dass von den 21 Reha-Zentren in Österreich 2 vorerst nicht an den französischen Investor PAI verkauft worden sind, darunter das Anton-Broksch-Institut in Wien. Jetzt ist aber klar, bei insgesamt 7 Standorten ist noch unklar, wie es weitergeht. An all diesen Häusern ist neben der Pharmed auch die öffentliche Hand beteiligt, die damit ein Vorkaufsrecht besitzt. So auch beim neurologischen Therapiezentrum Kapfenberg. 10% gehören der Stadt. Der Kapfenberger Bürgermeister überlegt noch, ob er von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Also denkbar ist im Moment alles, weil das NTK, also das Neurologische Therapiezentrum Kapfenberg, so wichtig ist, auch für die Stadt. Darum sind wir sehr stark in den Verhandlungen drinnen. Zu Verschlechterungen für Mitarbeiterinnen und Patienten dürfe es aber nicht kommen, so der Bürgermeister. Genau das befürchtet allerdings langfristig der Betriebsrat der Pharmed, Harald Steher. Denn PAI wolle die Einrichtungen in einigen Jahren weiterverkaufen. PAI dagegen versucht zu beruhigen und will höchste Behandlungsqualität garantieren, heißt es. Die heimische Wirtschaft ist unter Druck und das spüren auch die Erzeuger von Lebensmitteln und Agrarprodukten. Zwar wurden im ersten Halbjahr um 7,2% mehr Waren ins Ausland geliefert als im Vorjahr, allerdings haben die Betriebe um 2,3% weniger eingenommen. Denn auch im Ausland achten Kundinnen und Kunden immer stärker auf die Preise. Die Betriebe können die gestiegenen Kosten nicht voll weitergeben. Billige Produkte sind gefragter denn je. Wir merken beim Endkonsumenten eine Unsicherheit, eine hohe Preissensibilität, die wir dann letztlich auch im täglichen Einkauf spüren. Wichtigster Handelspartner für Österreich ist Deutschland. Mehr als 40% aller Agrarexporte werden in unser Nachbarland geliefert. Und damit war es für heute wieder aus der Wirtschaft. Zurück zu dir, Simone. Vielen Dank, Katja.
Nach Bombendrohungen auf Bahnhöfe in mehreren Bundesländern läuft die Suche nach möglichen Tätern. Betroffen waren die Hauptbahnhöfe in Graz, Linz, St. Pölten, Klagenfurt und gestern Abend auch Salzburg. Das Gebiet ist dann immer großflächig abgesperrt worden, die Züge konnten nicht fahren. Eine Bombe ist auf keinem Bahnhof gefunden worden. Jetzt wird im Innenministerium eine überregionale Stelle eingerichtet, um die Ermittlungen zu koordinieren. Bahnhof St. Pölten gestern Abend. Alles steht still. Nach einer anonymen Bombendrohung wird das Areal gegen 22 Uhr gesperrt. Spezialeinheiten suchen alles ab, finden aber nichts Verdächtiges. Ähnlich läuft es davor in Salzburg ab. Dort wird der Bahnhof am Nachmittag großräumig gesperrt. Gefunden wird nichts. Nach 2,5 Stunden können die Fahrgäste wieder zurück zu den Zügen und weiterfahren. Begonnen hatte alles zu Wochenbeginn mit Drohungen auf die Bahnhöfe Graz und Linz. Der Verfassungsschutz ermittelt, das heißt auch die Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung arbeiten hier eng zusammen, nämlich aus den Bundesländern Salzburg, Steiermark, Oberösterreich und Wien und Niederösterreich, um hier Parallelen herauszufinden. Der Text in den anonymen Drohmails ist ähnlich, die Suche nach den Tätern nicht ganz leicht. Angreifer können beispielsweise ein externes VPN verwenden aus einem anderen Land, wo die österreichischen Behörden keinen Zugriff haben. Werden die Täter allerdings gefasst, drohen ihnen jedenfalls mehrjährige Haftstrafen. In den USA nehmen die Missbrauchsvorwürfe gegen einen der berühmtesten Rapper der Welt immer größere Dimensionen an. Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy oder Puff Daddy, soll jahrelang sexuellen Missbrauch begangen haben. 120 Männer und Frauen haben bisher Anzeige erstattet, unter anderem wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Ausbeutung. Das jüngste mutmaßliche Opfer war zum Tatzeitpunkt erst 9 Jahre alt. Das Image des Bad Boys war und ist im Hip-Hop ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Was der US-Rapper Sean Combs darunter verstanden haben könnte, nimmt ungeahnte Ausmaße an. 3.300 Personen haben sich an eine Anwaltskanzlei gewandt, die nun 60 Männer und 60 Frauen vor Gericht vertritt. Das größte Geheimnis der Unterhaltungsindustrie, das eigentlich keines mehr war, kommt jetzt ans Licht. Denn die Übergriffe hätten auf berühmt-berüchtigten Partys und Veranstaltungen in New York und Los Angeles stattgefunden. Mutmaßliche Opfer berichten unter anderem, mit Pferdeberuhigungsmittel betäubt, vergewaltigt und gefilmt worden zu sein. Der Opferanwalt deutet an, dass zahlreiche Stars davon gewusst oder daran beteiligt gewesen sein könnten. The day will come. When we will name names other than Sean Combs. Der Tag wird kommen, an dem wir noch andere Namen nennen als Sean Combs. Wenn Ermittler das bestätigen, sind es Namen, die sie schockieren werden. Der Rapper ist seit 2 Wochen in Untersuchungshaft und bestreitet alle Vorwürfe. Bereits seit 2 Jahrzehnten steht Clemens Maria Schreiner auf den Kabarettbühnen des Landes. Viele kennen ihn auch als Moderator der ORF-Sendung Fakt oder Fake. Nun hat er ein neues Programm erarbeitet, sein mittlerweile 10. mit dem Titel Fehlerfrei. Damit tourt Schreiner aktuell durch Österreich. Gestern Abend hat er im Kabarett Niedermayr in Wien Station gemacht und Florian Kölsch war mit dabei. Du musst sie Fehler machen lassen. Ja, es hilft nichts. Ich sage immer, Fehler sind wie Füße. Wirklich vorwärts bringen tun dich nur die eigenen. Auch seine eigene Rolle als Vater thematisiert Clemens Maria Schreiner in seinem neuen Kabarettprogramm. In Fehlerfrei arbeitet sich der gebürtige Steirer zudem an Influencern und sozialen Medien ab und verhandelt so auch Themen wie Selbstoptimierung und Perfektionismus. Natürlich muss man mit Fehlern einen gesunden Umgang pflegen. Streben nach Perfektion ist im echten Leben immer zum Scheitern und zur Frustration verdammt. Im Programm geht es auch um die Tücken moderner Technik. So blickt Schreiner durch eine KI-Brille und berichtet von Problemen mit dem Computer. Schwerer Ausnahmefehler, ja? Das ist nicht der Zeitpunkt für Schuldzuweisungen. Ja, was stürzt denn da immer ab? Ja, wieso speicherst denn da nicht? Fehlerfrei punktet mit facettenreichem Humor. Ciao, ihr Mäuse. Bevor wir Ciao sagen, noch ein Blick ins Studio zu aktuell nach 1. Nadja, was sind denn eure wichtigsten Themen? Auch wir beschäftigen uns heute mit der Serie an Bombendrohungen gegen Bahnhöfe in ganz Österreich, die gestern weitergegangen ist. Wir berichten ausführlich über die Drohung gegen den Bahnhof in St. Pölten und auch Klagenfurt und schalten dazu auch zu unserem Reporter nach Klagenfurt. Und
Israel intensiviert ja seine Angriffe auf die Terrormiliz Hisbollah in Libanon. Wir haben gerade auch in dieser ZIP darüber gehört. Eine verheerende Situation, vor allem für die Zivilisten. Die Caritas ist mit mehreren sozialen Projekten im Libanon engagiert, geleitet von der Österreicherin Aglaya Dalini. Sie ist gleich bei mir im Studio. Vielen Dank, Nadia. Zuvor sagt uns noch Markus Watzak, wie das Wetter wird. Ich hoffe, wir haben Sie heute gut informiert. Einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen.